herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem erneuten TV Berlin Spezial hier vom 103. Berliner Sechstagerennen. Ja, und ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen traurig bin ich schon, denn es ist heute der letzte Tag. Es waren sechs spannende Tage hier im Berliner Velodrom. Toller Radsport, tolle Unterhaltung konnten wir hier ja bei den Six States genießen. Ja, mein Kollege Jan-Olaf Strakholder steigt gleich ein in die sportliche Zusammenfassung, denn der präsentiert ihn jetzt erstmal den Gesamtsieger im Sprint. Er setzte dem Ganzen und sich die Krone auf. Robert Fürstemann gewann auch das letzte Rennen beim Berliner Sechstagerennen, sicherte sich somit den Gesamtsieg und brach innerhalb von sechs Tagen gleich dreimal den selbst von ihm zuvor aufgestellten Bahnrekord. Ja, ich muss ehrlich sagen, in erster Linie liegen natürlich sechs harte Tage hinter mir und ich habe mir das wirklich hart erkämpft, Tag für Tag, den Grundstein immer im Rundenrekordfahren gelegt und heute im letzten, alles im entscheidenden Lauf auch noch das Quäntchen Glück gehabt und muss ehrlich sagen, ich bin mehr als zufrieden und alleine schon die Zeiten, die ich hier auf die Bretter gelegt habe, denke ich, sind dafür oder bezeichnen, dass es für mich das beste Sechstagerennen war bisher. Ruhig und gelassen präsentierte sich Robert Fürstemann vor dem Rennen, entschloss noch einmal alles zu geben im Rennen. Anderthalb Minuten gegen dieser Stehversuch. Und jetzt geht's auf die letzten anderthalb Runden. Es geht um den Gesamtsieg beim Wolfram Champion Sprint, meine Damen und Herren. Der Sieger, der hier als erster über die Ziellinie fährt, der hat auch den Wolfram Champions Sprint gewonnen. Die Gesamtwertung, Maximilian Levy liegt in Führung. Kann Robert Fürstemann einmal kontern? Der Berliner, wo ist er? Hingehen, der Bahnrekordhalter schießt er jetzt an Maximilian Levy vorbei. Oder kann der Cottbusser noch einmal? Ja, Frühform ist in erster Linie, klingt immer für mich sehr negativ. Ich hoffe doch nicht, dass es eine Frühform ist, sondern dass es der Auftakt zu einem ganz großen Ereignis der Weltmeisterschaft ist, ein guter Auftakt, dass ich bis dahin meine Form sogar noch ein bisschen ausbauen kann. Ich bin optimistisch, wir liegen sehr, sehr gut im Plan und ich hoffe, dass ich dann mit einer entsprechenden Medaille auch wieder zurückkehren kann. Der Cottbusser verwies Maximilian Levy und dem unter dem TV Berlin Patron fahrenden Erik Balzer auf die Plätze 2 und 3. Für den Nachwuchs-Europameister Erik Balzer soll das ja, vielleicht geht es für mich noch zu der Weltmeisterschaft nach Kolumbien. Qualifiziert hätte ich mich, aber das Trainerurteil vom Bundestrainer zählt. Ja, und wenn nicht, mache ich erstmal zwei Wochen hier und bereite die nächste Saison vor, dass wir nächstes Jahr wieder Weltmeister. Angesichts der gezeigten Leistung beim Sechstagerennen stehen die Chancen für Maximilian Levy und Robert Fürstemann mit Sicherheit nicht schlecht, sich auch bei den kommenden Weltmeisterschaften in Kolumbien die Krone aufsetzen zu können. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nun darf ich an meiner Seite begrüßen, Sie alle kennen sie aus dem ZDF, die Rettungsfliegerin Melanie Marlow. Hallo erstmal. Und neben Ihnen steht Wolfgang Rumpf. Wer ins Berliner Kriminaltheater geht, kennt ihn natürlich spätestens seitdem. Erstmal guten Abend Ihnen beiden. Hallo. Und erstmal, wie gefällt es Ihnen hier auf den Sechstage? Sensationell. Ich lebe jetzt schon so lange in Berlin und war noch nie hier. Bin heute eingeladen und bin total begeistert. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Sie waren noch nie beim Sechstage-Rennen. Da muss ich jetzt auch mal schön. Ich kann kaum erzählen, ja. Ich finde es absolut großartig. Die Stimmung, die Leute, ganz, ganz tolle Atmosphäre. Herr Rumpf, Sie waren aber schon öfter hier, oder? Ja, ich habe schon öfter eine Einladung gehabt, mich immer gefreut darüber, wie heute auch. Super Tag. Fragen Sie als Rettungsfliegerin, wie sehr können Sie sich denn überhaupt für den Radsport begeistern? Sport ist immer gut. In Maßen natürlich. Und Hochleistungssport, ganz wunderbare Sache. Aber als Zuschauer genieße ich das natürlich noch mehr. Es steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Die Leute brauchen Sponsoren, die müssen sich gut in der Öffentlichkeit präsentieren. Das ist so eine Rundum-Paket-Geschichte, also Hut ab, ja. Hier gibt es ja auch den Ladies Cup, der feiert, glaube ich, seit fast 3 Jahren hier große Erfolge. Könnten Sie sich eigentlich auch mal vorstellen, eine Radrennfahrerin zu spielen? Aber nur, wenn ich richtig gut gedoubelt werde, glaube ich. Okay, da kommt der Regisseur. Die Einfahrt. Okay, warum? Ich könnte es mir absolut vorstellen. Bleiben wir mal bei Ihrem Metier.
Das Ganze hat ja auch ein bisschen was mit Krimi zu tun. Das Radrennen, die Sprinter, nicht jetzt alle feiern hier und fiebern mit. Wäre das vielleicht auch mal ein guter Stoff für Sie als Regisseur im Theater, das umzusetzen? Na, das wird schwierig. Dazu ist das Theater einfach zu klein. Aber was wir schaffen können, ist auch so eine Spannung, wie sie herrscht. Das schaffen wir, das können wir schaffen. Bleiben Sie noch einen Moment hier stehen, denn liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es geht natürlich um Sieg, es geht um sportliche Ereignisse hier beim Sechstagerrennen. Und mein Kollege Jan-Olaf Strakholder fasst Ihnen jetzt mal die Gesamtsieger des 103. Berliner Sechstagerrenns zusammen. Ein letztes Mal Lametta, ein letzter Gang aufs Treppchen. Doppel-Olympiasieger Robert Bartko verabschiedete sich beim Berliner Sechstagerrennen mit einem dritten Platz von seinen Fans aus seinem Wohnzimmer. Doch nicht der Potsdamer, sondern sein junger Partner Theo Reinhardt rang mit den Tränen. Ja, für mich sehr emotional. Wie gesagt, letztes Jahr hat er mich angelernt. Da habe ich halt gesagt, da hast du immer auf der Tribüne, habe ihn angefeuert. Dieses Jahr verschafft er mir quasi den Erfolg. Er ist super stark wieder gefahren. Und ja, für mich als junger Sportler, ihn hier zu verabschieden als Partner, ist natürlich ein Riesending, was ich in meinem Leben mit Sicherheit nie vergessen werde. Sichtlich gefasst und doch gerührt von den Emotionen im Velodrom genoss Robert Bartko die letzten Momente seiner Fabelkarriere. Ein bisschen Wehmut ist dabei, aber das war eine Entscheidung, die konsequent gefallen ist bei mir. Und ich habe die letzten Runden genossen und das war ein tolles Rennen. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Mein Partner hat super mitgemacht. Ich glaube, es war für ihn auch ein sehr schönes Erlebnis heute nochmal. Das Publikum hat uns gefeiert und auf den Runden und ein schöner Abgang für mich. Trotz diverser Ausreißversuche am Ende gelang der Sprung auf den ersten Platz nicht für das Duo Bartko-Reinhardt. Doch das 103. Berliner Sechstagerennen endete doch mit einer Überraschung. Denn nicht das favorisierte Team De Beust-Lamparter sicherte sich den Gesamtsieg, sondern das Duo Kenny de Ketele und Andreas Müller. Robert Bartko nahm es gelassen. Ja, es ist jetzt ein offenes Geheimnis, dass wir beide keine Sprinter sind. Also wir konnten uns auf die Punkte sowieso nicht verlassen, waren noch zu weit weg. Und wir haben es geschafft, am Anfang Druck aufzubauen, die großen oder die beiden Top-Mannschaften unter Druck zu setzen. Aber dann hat ein bisschen die Luft gefehlt, die konnten wieder aufschließen. Und dann war es eigentlich ja, der letzte Versuch nochmal in den Wertungssprints. Aber da haben die beiden dann zu schnell reagiert und somit war das Thema dann gegessen. Aber wir sind super zufrieden, wir haben uns stark präsentiert, wir haben gekämpft und dann ist es eben im Sport so, dann kann man nicht immer gewinnen. Sich mehr Zeit für die Familie nehmen, sein Sportmanagement-Studium abschließen und sich weiter ehrenamtlich beim Berliner Radsportverband einbringen. Dies sind die nächsten Aufgaben von Robert Bartko, der seine Karriere aktuell noch nicht Revue passieren lassen will. Es waren wirklich so viele Momente in den 30 Jahren. Also ich habe jede Sekunde genossen eigentlich und muss das ja auch erstmal Revue passieren lassen. Ich war jetzt noch im Wettkampfmodus, wie gesagt, ich glaube, dass die Eindrücke und die Nachbetrachtung dann erst losgeht, wenn ich 2-3 Wochen zu Hause bin und wirklich realisiere, dass es vorbei ist. Ein allerletztes Sechstagerennen wird Robert Bartko nur noch bestreiten, bevor er seine Karriere nach der Karriere in neue Bahnen lenken wird. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fast am Schluss des Berliner Sechstagerenns möchten wir natürlich sprechen mit dem Chef vom Ganzen, Rainer Schnorfall. Hallo erstmal. 6 Tage Spannung pur konnten die Berlinerinnen und Berliner hier auf den Sechstagerennen erleben. Wie geht's Ihnen eigentlich? Also uns geht es gut, mir geht es gut, dem gesamten Team geht es gut. Hat die Mannschaft auch verdient, denn wir haben, glaube ich, 6 wunderbare Tage arrangieren können. Wir haben die Tradition wieder in den Vordergrund gerückt, das heißt toller Sport. Aber wir haben uns auch verjüngt und das bezieht sich auf die Zukunft. Also wir haben viele neue Dinge bewegt, zum Beispiel die Showhalle, die ein Riesenerfolg war in diesem Jahr. Daran erkennt man, dass dieses Konzept, nicht nur Sport in Verbindung also auch mit Show, super gut hier in Berlin ankommt. Wir hatten wunderbare neue Lichtchoreografien in der Halle. Wir haben eine tolle neue Arena-Band gehabt. Toll nur deswegen, weil die Sponsoren zufrieden sind, die Besucher zufrieden sind und alle Gespräche, auch in der Politik, eigentlich darauf hindeuten, dass man sagt, diese Veranstaltung darf im Veranstaltungskalender Berlin nicht mehr fehlen. Was war denn besonders schön während der letzten 6 Tage? Was war vielleicht auch besonders witzig? Haben Sie irgendwas Skurriles erlebt, wo Sie sagen, oh Gott, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben? Ja, es wird mir in Erinnerung bleiben, weil bevor Herr Sesing ausgeschieden ist, hatten wir gemeinsam, also die Veranstaltung 2013, sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen. Das war ein ganz schöner Druck.
geguckt und ich hatte auch ganz schön Schiss, gebe ich ganz ehrlich zu, weil man hier kaum noch optimieren konnte. Und umso glücklicher bin ich natürlich jetzt, dass wir gewisse Dinge umgestellt haben oder verjüngt haben. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet. Und das kommt in Berlin an, weil Berlin ist so Multikulti lebt. Da muss man viel Veränderungen einführen und darauf reagiert auch das Publikum sofort und auch alle ihre Journalistenfreunde und auch insgesamt die Medien, muss ich ganz ehrlich sagen, haben sehr, sehr positiv in diesem Jahr berichtet. Erstmal ehrlich, wir sind ja sozusagen unter uns. Wie schwierig ist es denn als Veranstalter, so ein Traditionsevent auf 2014 gerade auch für junge Leute noch so attraktiv zu machen, dass man wirklich auch getrost die nächsten 10, 15 Jahre, sag ich mal, diese Veranstaltung planen kann? Das ist ganz schön schwer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, 15 Jahre bei diesen schnelllebigen Zeiten perspektivisch anzudenken, würde ich sagen, ist überzogen. Ja, natürlich in der Euphorie hört sich das gut an. Also ich sage mal, im 5-Jahres-Rhythmus ist das vollkommen solide. Auch als Kaufmann muss man ja eine seriöse Auskunft machen. Der Markt schwenkt, es ist ein riesengroßes Event. Wir drehen ja auch Geld um. Wir kaufen teure Technik, ein teures Fahrerpaar. Wir müssen unsere Belastung in irgendeiner Weise auch ausgleichen können. Dazu brauchen wir die Wirtschaft. Und wie gesagt, wenn alle positiv eingestimmt ist, dann ist die Perspektive gut. Aber wir müssen immer auf der Hut sein und dürfen nie aufhören, an uns zu arbeiten. Herr Schaffer, vielen, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit während der letzten 6 Tage hier beim 103. Berliner 6-Tage-Rennen. Und natürlich auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt folgen die Bilder des Tages und wir sehen uns, wenn Sie möchten, beim 104. Berliner 6-Tage-Rennen wieder. Bis dahin, vielen Dank nochmal. Vielen Dank.